Zitieren statt plagiieren Grundlagen. Teil 7. Grundsatz 3. Wiederauffindbarkeit. Oder Zitierarten und Zitierstile. Der Grundsatz 3, der Grundsatz der Wiederauffindbarkeit, besagt, dass alles, was Sie als Quelle aufgeführt haben, auch wieder auffindbar sein muss. Das heißt, Sie geben Ihre Quelle so präzise wie möglich an, sodass Ihr Leser möglichst schnell Ihr Zitat wiederfindet. Und das machen wir mit der sogenannten intertextuellen Kette. Das Ganze sieht dann so aus. Sie lesen ein Werk, einen Zeitschriftenartikel, ein Buch und finden dort eine interessante Information, die Sie in Ihrer Arbeit verwenden wollen. Diese Information verwenden Sie, Sie zitieren in Ihrem Text. Und in Ihrem Text müssen Sie auf irgendeine Art kenntlich machen, dass dieser Gedanke oder diese Information nicht von Ihnen stammt. Das machen Sie bei direkten Zitaten zum Beispiel über Anführungsstriche, bei indirekten in der Regel über die Formulierung. Jetzt weiß Ihr Leser schon mal, aha, das ist jetzt nicht von Ihnen, sondern es ist von irgendwo anders, aber er weiß noch nicht, wo er diese Information findet. Deshalb geben wir eine Quellenangabe. Die ist jetzt aber erstmal noch nicht vollständig, denn das würde den Lesefluss sehr stören, sondern wir haben hier eine Art Kurzreferenz im Text. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man so eine Quellenangabe im Text machen kann. Diese Arten, die schauen wir uns nachher noch an. Und diese Kurzreferenz im Text, die verweist dann auf den vollständigen Quellenbeleg im Literaturverzeichnis. Der Quellenbeleg im Literaturverzeichnis, der ist dann so vollständig, dass Ihr Leser damit diese Quelle wiederfinden kann und das Werk selber lesen kann und nachprüfen kann, ob das Zitat dort auch so drin steht. Das ist die sogenannte intertextuelle Kette. Das heißt, sie verbindet Ihren Text mit dem Text Ihres Zitates. Und es ist Ihre Aufgabe, diese Kette intakt zu halten. Das heißt, dazu gehört, zu kennzeichnen, welche Information nicht von Ihnen stammt, dort im Text zu kennzeichnen, von wem sie stammt, auf eine verkürzte Art, und dann dazu einen passenden und vollständigen Eintrag im Literaturverzeichnis zu haben, anhand dessen Ihr Leser dann diese Quelle wiederfinden kann. Das heißt, alles, was Sie irgendwo im Text zitiert haben, muss auch eine vollständige Quellenangabe im Literaturverzeichnis haben. Und umgekehrt gilt auch, alles, was in Ihrem Literaturverzeichnis steht, muss auch im Text zitiert worden sein. Das heißt, das Literaturverzeichnis, das ist keine Lesebiografie. Das heißt, dort schreiben Sie nicht sämtliche Quellen auf, die Sie zu Ihrem Thema gelesen haben, sondern hier nennen Sie tatsächlich nur die Quellen, die Sie auch ganz konkret im Text zitiert haben. Schauen wir uns mal diese Quellenverweise im Text an. Ich habe schon gesagt, da gibt es drei verschiedene Arten. Und wir unterscheiden zwischen Zitierarten und Zitierstilen. Da haben wir als erstes das sogenannte Autor-Ja-System. Das ist so, dass Sie nach Ihrem Zitat in häufig runden Klammern den Nachnamen des ersten Autors, das Jahr und häufig auch die Seitenzahl schreiben. Und alphabetisch sortiert nach dem ersten Autoren-Nachnamen finden Sie dann in Ihrem Literaturverzeichnis die vollständige Quellenangabe zu diesem Kurzbeleg. Dann gibt es das sogenannte Nummernsystem. Dort schreiben Sie nach Ihrem Zitat einfach nur in eckigen, manchmal auch in runden Klammern eine Nummer und diese Nummer findet sich dann im Literaturverzeichnis wieder und dort finden Sie dann die vollständige Quellenangabe. Das ist also eine sehr platzsparende Version im Text. Die dritte Zitierart ist das Fußnotensystem. Dort haben Sie direkt nach dem Zitat eine hochgestellte Nummer und in der Fußnote wird dann entweder auch eine Art Autor-Ja-Kurzbeleg angegeben oder aber direkt der vollständige Quellenbeleg. Das unterscheidet sich. Man unterscheidet eben zwischen diesen drei Zitierarten. Jeder dieser Zitierarten hat aber hunderte verschiedener Zitierstile. Und diese Zitierstile, die geben dann genau an, was
im Quellenverzeichnis drinsteht und wie das formatiert wird. Also zum Beispiel, ob jetzt der Autorenvorname ausgeschrieben wird oder nur in Initialien angegeben wird, ob ein Titel fett oder kursiv gedruckt wird, in welcher Reihenfolge die Informationen stehen. All das regelt der Zitierstil. Wenn Sie also nur die Vorgabe haben, dass Sie einen Autorjahrstil verwenden sollen, dann haben Sie immer noch eine ziemlich große Auswahl an verschiedenen Autorjahrstilen, zwischen denen Sie dann wählen können. Schauen wir uns mal an, wie das dann im Literaturverzeichnis aussieht. Ich habe Ihnen hier mal drei verschiedene Dokumenttypen mit Ihrer Quellenangabe aufgeführt. Einmal ein Buch, einen Zeitschriftenartikel und einen Aufsatz aus einem Sammelwerk. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich diese drei Angaben jetzt mal anschauen und sich überlegen, welche Informationen finden Sie in allen Quellenangaben, beziehungsweise welche Informationen braucht Ihr Leser, damit er diese Quelle auch wiederfinden kann. Halten Sie dazu das Video gerne wieder kurz an, schreiben Sie es sich kurz auf und dann machen wir weiter. Genau, da sind wir wieder. Sie haben wahrscheinlich gesehen, was bei allen Quellentypen hier auftaucht, ist in irgendeiner Form ein Autor. Das heißt, was wir immer brauchen, ist die Information, wer das Werk geschrieben oder gemacht hat. Das ist also die Frage des Wer. Dann haben wir hier auch immer irgendwo eine Jahresangabe. Das heißt, wir erfahren auch immer, wann das Werk veröffentlicht wurde. Außerdem haben wir immer eine Angabe dazu, was das eigentlich für ein Werk ist. Das wird in Form des Titels angegeben. Bei elektronischen Quellen ist manchmal auch noch zusätzlich eine Angabe zum Dokumenttyp in eckigen Klammern dabei, zum Beispiel sowas wie Website oder Online oder Blog oder sowas, um näher zu definieren, was für ein Dokumenttyp das ist. Das ist aber auch vom Zitationsstil abhängig, ob sowas gemacht wird. Und dann haben Sie immer noch eine Information, wo dieses Werk zu finden ist, beziehungsweise wo es veröffentlicht wurde. Das kann mal ein Verlagsort und ein Verlag sein, das kann mal eine URL sein. Das ist aber zum Beispiel bei Zeitschriften auch die Zeitschrift, in der ein bestimmter Artikel erschienen ist. Und dort natürlich mit der konkreten Angabe, in welchem Jahr und in welchem Heft und wo in dieser Zeitschrift, auf welchen Seiten das passiert ist. Das heißt, die vier Fragen, die wir mit jeder Quellenangabe beantworten müssen, sind: Wer hat es geschrieben? Was ist das eigentlich für eine Quelle? Wo wurde diese veröffentlicht und wann? Das heißt, wer, was, wann und wo. Diese vier Informationen müssen in jeder Quellenangabe enthalten sein. Und Sie werden feststellen, dass Sie auch ganz andere Dokumenttypen verwenden als jetzt diese ganz klassischen wie hier Buch, Zeitschriftenartikel oder ein Aufsatz aus einem Sammelwerk. Und da muss man manchmal ein bisschen suchen, bis man diese Informationen zusammen hat. Und diese Informationen, die sehen manchmal auch ein bisschen unterschiedlich aus. Aber diese vier Fragen, die müssen Sie immer beantworten können. Wer, was, wann und wo wurde das veröffentlicht?